Diesmal sind es Anhänger von Präsident Assad, die auf die Straße gehen. In Damaskus protestieren sie gegen die USA und Frankreich. Deren Botschafter hatten in der vergangenen Woche die Protesthochburg Hamar besucht und damit demonstrativ die Demokratiebewegung unterstützt. Ausländische Einmischung für das Assad-Regime und diese Demonstranten. Die Botschaften der USA und Frankreichs wurden gestürmt. Die Angreifer hinterlassen eingeschlagene Fensterscheiben und Graffitis. Syrische Flaggen werden gehisst. Das französische Außenministerium spricht von gut organisierten Gruppen, die randaliert hätten. 3 Mitarbeiter seien verletzt worden. Syrische Sicherheitskräfte hätten nicht eingegriffen. Dass beide Seiten miteinander sprechen, scheint in dieser aufgeheizten Stimmung unmöglich. Und so findet der von der syrischen Führung initiierte nationale Dialog weitgehend unbemerkt statt. Auch am zweiten und voraussichtlich letzten Tag blieben alle bekannten Oppositionellen der Veranstaltung fern. Die Regimegegner boykottieren das Treffen, solange noch immer auf Demonstranten geschossen wird. Und trotz des gewaltsamen Vorgehens der Armee gehen die Proteste gegen das Assad-Regime weiter. In Hama und Homs sollen es Hunderttausende gewesen sein, berichten Menschenrechtsorganisationen. Wieder soll es Tote und Verletzte gegeben haben. Die Spannungen zwischen der syrischen Führung auf der einen und Frankreich und den USA auf der anderen Seite nehmen weiter zu. Anhänger von Präsident Assad griffen heute die Botschaften der beiden Länder in Damaskus an. In der französischen Vertretung wurden 3 Menschen verletzt. Die Botschafter der USA und Frankreichs waren in der vergangenen Woche in die Stadt Hama gereist, die als Hochburg der Opposition gilt, um dort mit Demonstranten zu sprechen. Anhänger von Syriens Präsident Assad haben in der Hauptstadt Damaskus die Botschaften der USA und Frankreichs angegriffen. Grund ist die demonstrative Unterstützung der beiden Länder für die Freiheitsbewegung. Die Polizei schritt offenbar nur sehr zögerlich ein. Rund 300 Anhänger Assads versammelten sich vor der amerikanischen Botschaft, hissten die syrische Flagge, beschädigten die Fassade und schlugen Scheiben ein. Verletzt wurde offenbar niemand. Anders bei der französischen Botschaft. Dort wurden bei den Ausschreitungen laut dem französischen Außenministerium 3 Mitarbeiter der Botschaft verletzt. Ihre Stimmung brach sich lautstark Bahn. Anhänger des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad haben am Montag die Botschaften der USA und Frankreichs sowie die Residenz des US-Botschafters in Damaskus angegriffen. Wachen der französischen Vertretung setzten Diplomaten zufolge scharfe Munition ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Auch der Angriff auf das Wohnhaus des US-Botschafters wurde nach US-Angaben abgewehrt. Das Gebäude sei gesichert, hieß es. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Offenbar reagierten die Anhänger des international umstrittenen Staatschefs auf eine Unterstützungsbekundung der USA und Frankreichs mit Regimekritikern. Vor 3 Tagen hatten die Botschafter der beiden Länder demonstrativ die Stadt Hama besucht, wo Hunderttausende trotz des gewaltsamen Agierens der Armee weiter auf die Straße gehen. Die US-Regierung verurteilte die Angriffe in Damaskus. Die syrischen Behörden hätten sich geweigert, die Vertretungen zu schützen. Auch Frankreich kritisierte den Angriff auf seine Vertretung. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte seine Unterstützung für die Politik der USA und Frankreichs. Derartige Angriffe seien inakzeptabel. Westliche Regierungen üben weiterhin scharfe Kritik an der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste gegen Assad. Das syrische Regime lässt Aufstände, Augenzeugen zufolge, mit Panzern niederschießen.